Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs und willkommen beim neuen Video von Hepco und Becker. Mein Name ist Daniel und das ist unser Street Day Pack 3.0, neu für das Jahr 2025. Seid gespannt, was ich euch dazu zu erzählen habe. Bis nach dem Intro. Wir haben in unserer Street-Serie, unserer Softtaschen-Serie, einen neuen Nachkömmling gezeugt. Denn es ist der Day Pack 3 auf die Welt gekommen. Der Day Pack 3 wird genauso wie alle unsere anderen Tankrucksäcke mittels unseres Basic-Verschlusses befestigt. Das heißt, man braucht einmal den modellspezifischen Tankring. Dieser kommt dann mit dem Gegenhalter, der hier verschraubt werden kann. Das ist bei unseren Tankrucksäcken so, dass wir an dieser Basisplatte eben schon die Gewinde vorgegeben haben, sodass man hier verschiedene Positionen einnehmen kann, je nachdem wie Tankform, Kontur und so weiter der Bauch im Weg sein könnte. Der Daypack 3.0 ist einmal hochwasserabweisend, natürlich durch diesen Reißverschluss, der gummiert ist, öffnet man die 4 Literchen. Ja. Sehen wir hier einmal ein Gepäcknetz vorne oben im Deckel drin, Deckelnetz, den wasserdichten Überzieher in Fällen, wenn es wirklich richtig anfängt zu schütten. Und diese 4 Liter bieten natürlich genug Platz, um zum Beispiel eine Wasserflasche, Geldbeutel, Handy, Schlüssel, sonstiges zu transportieren. Handy ist auch ein ganz guter Hinweis, denn natürlich bieten wir für diesen Tankrucksack auch verschiedenstes an Zubehör an, unter anderem eben eine Smartphone-Tasche. Smartphone-Tasche oder auch Kartentasche in DIN A4 Format oder auch eben für ein Tablet nutzbar. Diese kann man hier an diesen drei Ösen mittels dieser Klettverbände einmal anbringen. Das machen wir auch gerade mal, geht nämlich rucki-zucki. So, und da hat man dann jetzt wasserdicht sein Handy bzw. seine Karte oder Tablet dann eben noch oben dran befestigt. Da, was haben wir noch? Wir haben noch eine Anti-Diebstahl-Sicherung, auch als Zubehör, besteht aus drei Komponenten. Einmal ein TSA-Zahlenschloss, um eben hier die Ringösen an den Zippern einmal zu verschließen, dass eben der Zugang nicht gewährleistet wird. Dann haben wir hier einmal dieses Dreieck, das wird hier unten einmal mit verschraubt. An den zwei Punkten mit der Verschraubung von dem Basic-Verschluss. Und dieser Stift wird dann quasi im Inneren einmal eingelassen. Und der verhindert eben, dass dieser Mechanismus hier ebenso gängig bleibt. Sind der Stift hier in der Mitte drin, blockiert das Ganze. Man kann den Tankrucksack nicht abnehmen. Diese Diebstahlsicherung kann man eigentlich bei all unseren Tankrucksäcken und auch Hecktaschen verwenden, die eben den Basic-Verschluss haben. Und um dann nochmal zu zeigen, was dieser Daypack noch kann. Der Daypack hat einen recht geraden Boden, recht flach. Man kann ihn also einmal, wie schon gezeigt, als Tankrucksack nutzen, sondern auch auf unserem Smart-Track mittels der Basic-Befestigung fixieren oder auf unserem Seatpad Basic. Also ihr seht, ein Tankrucksack, der aber an drei Positionen Platz findet. Für weitere Informationen geht auf unsere Webseite hepco-becker.de. Ich würde mich freuen, euch wieder zu sehen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, euer Daniel. Ciao.